Mit 15 erst relativ spät zum Basketball gekommen, ging die Karriereleiter schon früh bergauf. NBBL-Meister, danach der Aufstieg von der Pro B in die Pro A, in die erste Liga nach Ludwigsburg. Mittlerweile schon im sechsten Jahr in Berlin treffe ich heute den Weltmeister. Und der hat sich im Sommer die Krone aufgesetzt. Johannes Thiemann, a.k.a. JT, heute für euch bei Dein 360. Viel Spaß. Da sitzt er schon. Da ist er. Alles klar. Yes. Bei dir? Passt alles. Als allererstes, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Nachträglich. Dankeschön. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wofür oder kannst dir vielleicht auch denken, du hast so viele Titel eingeheimst, aber diesmal ist es der persönliche Grund, weil es Geburtstag. Ah, okay. Deswegen herzlichen Glückwunsch, alles Gute noch zum Geburtstag nachträglich. Dankeschön. Und, ja, wir wollen gar nicht lange reden. Setzen wir uns hin. Let's go. Schön, dass du die Zeit genommen hast, auf jeden Fall, für unser kleines Interview hier. Oder vielleicht auch ein bisschen ein Interview, was mehr in die Tiefe geht, als man das sonst gewohnt ist. Und ich muss dir sagen, im Vorfeld, während der Vorbereitung, hatte ich die große Herausforderung, jetzt Themen zu picken, die jetzt noch nicht in letzter Zeit immer wieder und wieder erzählt worden sind. Es ist zugegebenermaßen schwer, weil du wirklich eine steile Karriere hinlegst. Wie eine Rakete geht das Ding irgendwie immer weiter. Aber lass uns am Anfang nochmal zurückblicken. Du hast spät angefangen. Nimm uns doch da mal kurz mit in die Anfänge, wie es begonnen hat bei dir. Also ich glaube, ich habe mit 14 einmal so kurz im Basketballverein gespielt, weil ich hatte so eine kurze Phase, wo ich nichts gemacht habe. Wie gesagt, Fußball gespielt davor und dann irgendwann keine Lust mehr gehabt. Und dann habe ich tatsächlich mal probiert, so für 2 Wochen im Training. Hat mir überhaupt nicht, also war nichts für mich. Mhm. Und dann so ein halbes Jahr später hat mich dann mein Schulsportlehrer doch überredet, dass irgendwie in der Schulmannschaft zu machen und ja. Dadurch habe ich dann den Sprung irgendwie geschafft, quasi zum Basketball. Klar, glaube ich, in den ersten Spielen gleich gegen Jens Grube, einen Coach aus Nürnberg, Frankenhexer damals, ja. Gespielt und ja, der hat mich dann so ein bisschen direkt ins Leistungskonzept reingenommen. Ja. Und ich glaube, das war auch so das, warum ich dann geblieben bin, weil es dann direkt so ein Leistungskonzept war und ich glaube, ich war auch beim Fußball davor immer sehr, sehr ehrgeizig und ja, die ersten Trainings davor war halt irgendwie klar, dass ich noch gar nichts kann und hatte ich nicht so richtig die Hoffnung, dass das was werden kann. Und als es dann so in dieses Leistungskonzept auch ging, war so, okay, hier kann ich definitiv besser werden. Mhm. Ein Grund, warum es dir beim Fußball, glaube ich, nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht hat, ist, du bist degradiert worden vom Mittelfeld in die Verteidigung, auch aufgrund deiner Größe. Genau. Und da gibt es auch eine sehr interessante Geschichte dazu. Vielleicht kannst du kurz, so was dein frühes Großsein angeht, 2, 3 Worte sagen, wie das für dich war in der Zeit. Es war tough. Also ich, wie gesagt, ich war, glaube ich, mit 13, 14 schon so an die 2 Meter. Und das ist halt wirklich tough, wenn man dann so teilweise so Kinder neben sich hat, die halt wirklich aussehen, als ob die Erstklässler wären, ich so ausgewachsen. Das war schon problematisch, also für mich damals. Einfach so, wir ja trotzdem irgendwie ja, reinpassen und besonders in der Zeit. Und das ging halt nicht mit der Größe und deswegen war das für mich damals schon so eine Belastung. Wir haben das dann auch tatsächlich stoppen lassen, das Wachstum. Mhm. Ich war beim Arzt, der meinte so, okay, du wirst vielleicht 2,15. Es gibt ja diese Prognosen. Genau. Ja. Also wie akkurat oder wie genau das dann ist, weiß keiner. Also ja. Ich habe auch einen Kollegen, dem wurde das auch gesagt und der ist am Ende gleich groß geworden wie ich. Also okay. Von daher, aber das war die Prognose irgendwann mit 13, 14 schon? Warst du mit 14 war dann 14? So dieser Call, okay, du wirst war ich jetzt schon so knapp 2 Meter, war dann so, okay, du wirst nochmal 15 cm wachsen wahrscheinlich. Ja. Und dann war für mich so, ja, auf gar keinen Fall. Das okay. Kommt die Größe bei dir von der Mama, vom Papa, von beiden? Wo kommt das her? Das ist so ein bisschen die Frage. Also okay. Ich wahrscheinlich von der Mama. Okay. Also meine Mama ist 1,80. Das ist groß für eine Frau. Ja. Mein Papa ist, glaube ich, aber auch ungefähr so 1,80. Mhm. Also es ist nicht, dass er jetzt riesig war. Und dann habt ihr euch entschieden, hormonell das Ganze sozusagen einzudämmen, das Wachstum irgendwie so im Zaum zu halten, sage ich mal, dass du nachher vielleicht nicht auf diesen 2,16, 2,18 rauskommst.
Damals hast du ja noch keinen Basketball gespielt oder hattest vielleicht nicht den Hintergrund, diese Größe irgendwann mal sehr gut nutzen zu können. Noch keinen Bezug. Hast du das damals, diese Behandlung und so, was heißt gut weggesteckt, aber war das so, hat dich das irgendwie beeinflusst? Weil was super interessant ist, wo du gesagt hast, mit der Größe, das war nicht einfach. Es gibt ein Pendant zu dir in der Frauennationalmannschaft. Mhm. Und ich hoffe, wir haben viele Zuschauer jetzt auch, die Frauenbasketball gucken. Die Mädels haben sich gerade für Olympia auch qualifiziert. Ein so toller Meilenschritt auf jeden Fall. Deswegen schöne Grüße ans Frauennationalteam und ganz besonders an Marie Gülich, mit der ich gearbeitet habe und die große Probleme hatte, weil sie sehr früh sehr groß war. Und als Frau ist es vielleicht noch mal was anderes, aber sie wurde viel gehänselt, hatte echt Probleme, ist zum Basketball gekommen und hatte da das erste Mal dieses positive Erlebnis, so, oh, du bist groß, toll, und hat dadurch dann quasi auch noch mal so Selbstbewusstsein bekommen. War das bei dir ähnlich? Ja, es war auf jeden Fall ähnlich. Also klar, das war einfach so, klar, man hat sich nicht so Teil einer Gruppe gefühlt und dann ist man zum Basketball gekommen und da war das dann was Cooles. Mhm. Man hat quasi Props dafür bekommen. Also es war schon, hat auf jeden Fall was geändert und ich glaube, das war auch so einer der Gründe, warum man sich dann da wohl gefühlt hat. Also das auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass es bei mir so war, dass ich groß gehänselt wurde, okay. Weil ich glaube, den größten und stärksten, den hänselt man nicht. Ja. Aber trotzdem, also war natürlich keine leichte Zeit. Ja. Aber beim Basketball war es dann halt eine coole Sache, groß zu sein und vor allem auch dann einfach mit Leuten zu spielen, die, also gerade auch in diesem Leistungskonzept, wo ich dann einfach zwei, drei Leute hatte, die auf Augenhöhe waren und so. Das war dann ein cooles Gefühl. Frankenhexer, du hast es angesprochen, das war dann das erste leistungsorientierte Training und Programm, wo du reingegangen bist, wo du aber gar nicht so lange, glaube ich, warst, weil das dann geschiftet ist nach Bamberg. Ne? Genau. Und da warst du Teil einer, also ein bisschen, eines kleinen Experiments, würde ich sagen, was da gemacht worden ist. Und da haben wir den ersten O-Ton passend, den ich hier zeigen möchte. Hi, mein Freund. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir das letzte Mal zusammen auf dem Feld standen. Aber ich glaube, was dich schon immer als Mitspieler ausgezeichnet hat, war, dass man sich hier einfach auf dich verlassen konnte. Du immer 100% Einsatz und Energie gebracht hast. Dir für nichts zu schade warst und immer dahin gegangen bist, wo es weh tut. Abseits vom Feld, wo soll ich da anfangen? Wir kennen uns schon so lange. Wir haben immer eine super Zeit zusammen, immer eine lustige Zeit. Ich bin einfach super glücklich, dich da die letzten Jahre begleitet haben zu dürfen und natürlich auch stolz auf dich, wie du dich entwickelt hast und bin sehr gespannt, wo die Reise in den nächsten Jahren noch hingeht für dich. Yes. Geil. Ihr wart mit 16, glaube ich, in dieser WG zu dritt. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Das Ganze ist ja jetzt auch 15 Jahre her. Ein bisschen anders, als es heute vielleicht der Fall ist. Ja. Erzähl mal von dieser Zeit, von den drei Jungs in der WG. Ja, also mit Daubi habe ich ja noch in der JBL bei den Frankenhexern gespielt. Ja. Und dann sind wir alle quasi nach Bamberg gezogen worden. Ich glaube, es hat mir auch in der Anfangszeit sehr geholfen, dass ich da schon einen Kumpel hatte, mit dem ich quasi das Gleiche durchgemacht habe. Ja. Und dann waren wir zu viert in der WG. Philipp Daubner, Johannes Richter und Alex Engel. Man kommt in eine wirklich schöne Wohnung inmitten von Bamberg. Wir hatten einen im ersten Jahr noch einen FSJler, der mit drin gewohnt hat, der so ein bisschen die Aufsichtsperson war. Und dann hatten wir noch einen anderen Betreuer, der immer gekommen ist für uns, die Hauptsachen gemacht hat, also Wäsche, also im Prinzip die Sachen, die halt wahrscheinlich die Eltern für einen da übernommen haben, also Kochen, Wäsche und so weiter. Ja. Und ja, ansonsten waren wir da einfach zu viert in einer WG und das war eine wirklich sehr aufregende Zeit, besonders halt in dem Alter, weil du einfach mit 16 im Prinzip alleine gewohnt hast. Ja, aber auch auf dem Feld Basketball pur. Ne? Ja, wahrscheinlich nicht nur einmal am Tag, leistungsorientiert. Und dann für jemanden, der so spät anfängt, konntest du da bestimmt von den Skills her und von den Grundlagen einiges gut machen, was andere vielleicht schon mitgebracht haben, die früher gestartet haben. Auf jeden Fall. Also es war für mich immer oder ich glaube, es ist immer noch so ein bisschen in der DNA drin, dass ich immer das Gefühl hatte, ich war ein bisschen hinterher und ich musste einfach ein bisschen mehr machen als andere. Ich musste besser arbeiten quasi, um diesen Leistungsvorsprung aufzuholen auf andere. Und klar, aber das war natürlich auch ein super Konzept. Also wir hatten teilweise, oder ich glaube dreimal die Woche hatten wir vor der Schule Training um 7 Uhr von 7 bis 8. Ja. In der Schulhalle dann direkt in die Schule, dann Nachmittag Training. War schon happig, wenn man so zurückdenkt, auch so, okay,
Respekt, dass man das irgendwie geschafft hat, aber ich habe sehr viel gelernt und habe auch das Gefühl gehabt, dass ich mich schnell weiterentwickelt habe. Von JBL zu NBBL, also ich hatte natürlich immer die körperlichen Vorteile. Ja. Das muss man einfach fairerweise sagen. Also ich habe mich jetzt, natürlich habe ich mich jetzt noch mal ein Stückchen verbessert körperlich, aber ich glaube, ich hatte auch als 16-Jähriger Vorteile gegen einen 19-Jährigen. Ja. Also von daher war das immer schon mein Spiel. Mhm. Aber das ganze Skillset, das ist erst danach gekommen. Und ich glaube, das war viel harte Arbeit und eben auch viel in dem Konzept. Und für jemanden, der mit 15 angefangen hat, Basketball zu spielen, hast du deinen ersten Titel in der NBBL dann 3 Jahre später, nachdem du angefangen hast, bist du Meister NBBL in der NBBL geworden. So, das ist ja auch, muss man sich erst mal vor Augen halten. Und dann kam der nächste Schritt, nach Baunach ging es dann. Von da aus? Ja, also es war ja im Prinzip diese Kooperationsmannschaften mit Breitengüßbach und Baunach. Das würde ich jetzt mal fast so ins eine nehmen, auch wenn die mich jetzt dafür wahrscheinlich lynchen würden. Ja. Die waren eben damals Kooperationspartner. Wir haben ein paar Jahre bei Breitengüßbach in der Pro B gespielt. Aufgestiegen seid ihr? Nee, das war, genau, wir sind erstmal abgestiegen aus der Pro B. Und zeitgleich ist Baunach aufgestiegen und dann gab es da quasi diesen Shift. Ja, sehr talentierten Spieler waren dann eben bei Baunach. Und dann, ich glaube, genau ein Jahr in der Pro B gespielt. In dem sind wir direkt wieder aufgestiegen in die Pro A. Und dann 2 Jahre in der Pro A nochmal gespielt bei Baunach. Ja. Also mit so einer Doppellizenz zu Bamberg. Aber im Prinzip war für mich immer klar, dass der Weg über Baunach geht. Ja. Und dann ging es für den immer noch sehr jungen JT in den Profibereich. Ne, dann hieß es, okay, der Weg war ja relativ klar schon, dass es in die erste Liga geht. Und dann war für viele Außenstehende der Move Ludwigsburg, vor allem John Patrick, da hat man ja auch schon wahrscheinlich als Spieler was gehört, in welche Hände man sich da begibt, in welches Regime sozusagen. Wie ist es erstmal dazu gekommen, dass man Ludwigsburg gekommen ist? Also ich hatte natürlich ein paar Angebote aus der Bundesliga. Ich habe mir auch viele Sachen angeschaut, weil ich wollte wirklich die Entscheidung nicht rushen. Mhm. Aber ich muss wirklich einfach sagen, das Gespräch mit JP hat mich wirklich überzeugt. Mhm. Natürlich habe ich auch Sachen natürlich gehört, oder Leute gesagt, okay, es ist vielleicht tough, als junger Deutscher dahin zu gehen. Kann sein, dass du da gar nicht spielst. Und dann gab es noch auch diesen Grund einfach, okay, JP, ein tougher Coach, wir spielen Champions League. Mhm. Es war so, okay, wenn du es hier schaffst, dann schaffst du es überall. Und das war so ein bisschen meine Herangehensweise an die Sache, so einfach all in zu gehen. Die Challenge so ein bisschen genau. Und ich habe mir das auch zugetraut und ich dachte auch, okay, das Konzept, so wie er spielt, passt eigentlich perfekt zu mir. Ja. Auch wenn das mit Sicherheit taffe Jahre werden, ich will es versuchen und will mich da durchbeißen. Also rückblickend waren bestimmt auch 2 taffe Jahre, aber würdest du sagen, alles richtig gemacht und die gute Entscheidung sozusagen in der Situation getroffen jetzt? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das war die beste Entscheidung. Ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, er hat so ein bisschen diesen Killerinstinkt in mir rausgeholt, spät angefangen und dann ist auch immer so die Sache, okay, ist man denn wirklich so gut? Mhm. Und ich glaube, bei JP war so die Sache, okay, er hat halt einfach konstant gesagt, okay, so, wenn du den Ball da unten hast, Score. Ja. Und wenn nicht, sitzt du wieder auf der Bank. So. Ja. Also wenn du es nicht versuchst. Nice, also diese permanente gechallenged werden. Genau. Und nice. Hat es aus dir rausgekitzelt, diesen Killerinstinkt. Und auch aus dieser Zeit haben wir einen Kandidaten. Vielleicht kannst du dir denken, wer, vielleicht auch nicht. Nein, ich kann es mir schon denken. Ja, wollen wir mal gucken. Mein JT, Gucci hier. Gucci. Erstmal schöne Grüße nach Berlin. Auch ich darf als alter Weggefährte ein paar Worte verlieren. Fang mal damit an, was dich als Spieler so sehr auszeichnet. Ich glaube, es ist vielleicht was nicht alle wissen, ist wie gut die Stimmung und die Laune ist, die du einfach immer tagtäglich mit ins Training gebracht hast. Für uns gemeinsam, glaube ich, absolut die Chemie im Pick'n'Roll, mit der wir immer mal auch ein paar Gegner vor größere Probleme gestellt haben. Natürlich sonst abseits des Feldes gibt es mit Sicherheit auch ein paar Geschichten, die hier nicht erzählt werden können. Sonst erinnere ich mich immer gerne zurück, wie du mal im NBBL-Job versucht hast, von der Freiwurflinie auf einen meiner Mitspieler, einen meiner alten Mitspieler zu danken. Das ist sicherlich was Besonderes. Und sonst bin ich weiterhin von dir begeistert, dass du es geschafft hast, einen Spitznamen von mir aufrechtzuerhalten, der nicht so super zu mir passt, meiner Meinung nach. Deiner Meinung nach, extrem zu mir passt, da sehr beharrlich warst und es wirklich geschafft hast,
diesen Spitznamen in Ludwigsburg komplett durchzusetzen, so dass mich hinterher ja wirklich kreuz und quer jeder so genannt hat. Nochmal danke dafür. Ja, genau, sonst wünsche ich euch einen schönen Abend. Halt die Ohren steif, weiterhin ganz viel Erfolg und bis ganz bald. Ah, stark. Okay, dieses Video hinterlässt bei mir zwei Fragen. Was war es für ein Turnier? Nimm uns auch mal mit von der Freiwurflinie anscheinend. Wirklich probiert hast, über jemanden zu danken. Kannst du dich auch so daran erinnern? Oder manchmal werden ja auch Geschichten so ein bisschen weitererzählt. Aber hast du das auch im Kopf zumindest, was er meint? Ich habe die Szene im Kopf. Das okay. War, also es war nicht von der Freiwurflinie. Aber es war schon... Es war von der Freiwurflinie. War sogar ein Stück dahinter. Ja, okay. Also lustig, also ja, war top 4 in Bamberg. Mhm. Ich glaube, Daubi, Philipp Daubner holt einen Offensiv-Rebound. Ja. Spielt ihn raus, ich cutte gerade zum Korb und spielt ihn zu mir. Und ich komme so in meine 1-2-Bewegung und denke mir so, okay, nice. Aber bin halt leider noch so ein Stück zu weit hinten. Mhm. Und versuch's trotzdem und hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgenommen habe. Aber war mit Sicherheit trotzdem. Hast du den Call bekommen? War der Dank drin? Weder noch. Okay, ist nicht so schlimm. Du hast gesagt 1-2-Bewegung. Das heißt, normalerweise, wenn ich dran denke, jemand dankt von weiter weg, ist es immer auf one leg. Nee. Aber 1-2 hört sich an. Ich wollte gerade sagen, du bist für mich jetzt nicht der einbeinige Springer. Klar kannst du auch, aber eher so 1-2. Das heißt, du bist mit ein bisschen Speed gekommen und hast einen zumindest aufs Poster genommen. Das Foto gibt es vielleicht noch irgendwo. Zweite Frage, die sich daraus ergibt. Spitzname? Gucci. Gucci. Ja. Aber erzähl mal, wo kommt Gucci her und hast du auch so ein bisschen was mit Nicknames? Gibst du gerne Nicknames? Verteilst du die gerne? Ja, verteile ich schon auf jeden Fall gerne. Nice. Aber ich glaube, das ist bis jetzt auf jeden Fall der beste. Okay. Weil Nick, also Gucci, er ist, ich will nicht sagen zurückhaltend, weil das stimmt nicht, aber ich glaube, in diesem Basketball-Kontext, in dem Team war er, glaube ich, eher zurückhaltend, würde ich jetzt mal sagen. Das war irgendwie ein ganz lustiges Setup. Und dann waren wir, ich glaube, in Metzingen. Das ist so ein Outlet City irgendwo in der Nähe von Stuttgart. Mhm. Und waren eben bei so einem Gucci-Outlet. Und da haben wir uns halt Schuhe für 150 Euro von Gucci gekauft. Ja. Und dann läuft er halt so mit dieser Tasche, mit dieser Gucci-Tasche durch diesen Outlet City. Und ich mache so ein Foto von ihm und schicke es so in die Gruppe, weil es einfach so geil aussieht. Also es hat einfach so eher ein Gucci-Schuhe. Es hat zu dem Zeitpunkt einfach nicht gepasst. Nein. Ich weiß so, dass er so so einer ist, der sich so überhaupt nicht damit identifizieren kann, also mit so Gucci und so weiter. Ja. Und deswegen war dieser Nickname perfekt. Und tatsächlich, das war auch ganz lustig, der ist dann wirklich so in Ludwigsburg angekommen und so, dass die Fans dann teilweise, wenn er irgendwie so dann nach dem Spiel so geklatscht hat, haben der Fanblock immer Gucci, Gucci. Das ist geblieben. Das war schon stark. Hey, das sind mit die besten Geschichten. Schön, dass wir so eine rauskramen konnten sozusagen. Gucken wir auf deine Geschichte nochmal. Du bist dann 2018 war es, glaube ich, hier hingekommen, nach Berlin. Wie waren die Anfänge und im groben Ablauf bis heute, wie hat sich sowohl deine Rolle verändert, aber auch so deine Wichtigkeit für diese Mannschaft, wenn du da einmal ein Auge drauf werfen könntest? Also ich glaube, sie ist erstmal von Jahr zu Jahr hat sie sich verbessert, also die Wichtigkeit und auch natürlich die Spielanteile und natürlich auch mein Spiel. Also ich glaube, das geht so Hand in Hand. Aber klar, das erste Jahr bin ich hierher gekommen als Fünfer und mittlerweile spiele ich nur noch die Vier. Und ich glaube, im ersten Jahr habe ich auch wirklich Probleme gehabt, mich da so reinzufinden. Also gar nicht so ins System, aber mehr ins Team, weil wir einfach Dennis Clifford noch hatten. Mhm. Ich habe mich am Anfang der Saison direkt so ein bisschen verletzt. Und dann gab es eine Phase, wo ich eben dritter Fünfer war. Und dann habe ich halt eine Zeit lang wirklich nur so 5-7 Minuten gespielt. Das hat natürlich keinen Spaß gemacht. Gerade auch mit den Ansprüchen, mit denen man hierher gekommen ist. Ja. Es war so, ich glaube, das erste halbe Jahr war in Berlin für mich sehr schwierig. Auch Berlin als Stadt, vielleicht nicht ganz so easy, wenn man nicht aus Berlin kommt. Genau. Ich habe immer noch so gedacht, okay, ich muss überall sein und mich hat der Verkehr genervt und so viele Leute und ich komme ja trotzdem aus der Kleinstadt und das war eine große Umstellung und dann lief es basketballerisch für mich nicht so. Also es war auf jeden Fall ein toughes erste halbe Jahr. Auch wenn das Team wirklich genial war und wirklich gute Stimmung war. Aber dann, glaube ich, habe ich so Stück für Stück geschafft, mich vor Dennis zu spielen, also vor Dennis Clifford. Ich glaube, Aito hat immer mich geschätzt dafür, dass ich, obwohl ich wahrscheinlich noch ein bisschen roher war, wahrscheinlich zu der Zeit, dass ich sehr viele gute Reads hatte. Also ich glaube, einfach sehr gutes Pick and Roll gelesen habe, offensiv wie defensiv.
gesehen habe, wenn mich jemand überspielt und da irgendwie so ein Gefühl dafür hatte. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum er mich dann letzten Endes mehr spielen hat lassen als Dennis. Und ich dann, glaube ich, in die einen festen Platz als Backup-Center hatte. Genau, das war so das erste Jahr. Und dann, glaube ich, von da ging es dann so stetig bergauf. Immer mehr Spielanteile gehabt, immer öfter auch in wichtigen Spielen am Ende drauf gestanden. Ja. Also von daher, ja, würde ich sagen, habe ich mich da gut weiterentwickelt. Und dann mit dem zweiten Dreijahresvertrag quasi in Berlin kam dann so die Umstellung, okay, ich will auf die Vier langfristig. Wenn wir über Jülich sprechen, dann ist es schon, ja, ich sag mal, du kannst Undersize spielen, aber ich glaube, da musst du noch mal 20 cm höher springen als ich. Ja. Und das kann ich mir leider nicht antrainieren. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich muss mal ein bisschen am Wurf arbeiten, ein bisschen Outside-Skillset. Und genau, also war für mich perspektivisch die Vier die Option, auf der ich wahrscheinlich am effektivsten spielen kann. Ich glaube, man sieht es ja auch gerade jetzt in dieser Saison, dass gerade im Post-Up auf der Vier es einfach wenig Leute gibt, die mich da matchen können. Und ich glaube, der Wurf ist jetzt auch stabil genug für die Vier. Also von daher ist das definitiv die Position, auf der ich am effektivsten bin. Ja, ich meine, ihr seid dreimal deutscher Meister geworden. Ihr habt zweimal den Pokal gewonnen. So auf diese Teamerfolge, das ist krass. 2022, persönlicher Erfolg, nochmal MVP geworden von der Finalserie. Da ist wirklich so die ganze Zeit ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und jetzt bist du, natürlich hat sich die Situation auch im Team nochmal komplett geändert, aber jetzt bist du ja wirklich the man. Offensiv, defensiv bist nicht mehr wegzudenken. Und mir ist zu Ohren gekommen, dass du nicht nur als Teammate on-court den Leuten gute Tipps für ihr weiteres Leben mitgegeben hast, sondern auch off-the-court. Ich glaube, so Restaurants und sowas kenne ich mich auch gut aus. Also, ja? Ja, pick mir mal einen raus. Eine der wertvollsten Lektionen, die ich von dir bekommen habe, ist war die Einladung in die Curl Gang. deine Erklärungen und Hilfestellungen, zu wie man sich die schönen Mixed Curls gut zubereitet und gut auf sie aufpasst. Dafür bin ich dir für immer dankbar. Okay. Ja, da Silva war anscheinend wirklich dankbar, was Haarprodukte angeht, also was die Locken-Gang, die Curl-Gang angeht. Kannst du da vielleicht was teilen für die Zuschauer, die irgendwie curly sind? Sind es Produkte? Ist es ein Aufsatz für den Föhn? Was macht am Ende den Unterschied, um gute Curls zu haben? Klar, also ich glaube, Oscar, also man muss mal auch fairerweise vorne anfangen, weil der mir das beigebracht hat, war Maolo. Also das kommt irgendwo her, okay. Müssen wir auch fairerweise nice. So festhalten. Hast du einen bestimmten Tipp? Gibt es da ein Produkt? Natürlich, also erstmal kannst du ein bisschen Curl-Activator reinmachen und so. Das hilft immer. Dann auf der anderen Seite ist wichtig, dass die nicht austrocknen. Mhm. Also zum Beispiel so Baumwollkissen sind Gift für deine Haare. Nice, okay. Also deswegen ein Seidenkissen kaufen oder so einen Überzug oder teilweise so eine Schlafhaube aus Seide, dass die Haare, sonst trocknen die aus und werden so lang gezogen, weil die sich in den Fasern der Baumwolle verfangen. Kannst du einen Durag nehmen oder nicht? Oder kannst du auch machen, ja. Genau. Das ist ja auch eigentlich der Sinn dahinter. Ja. Bei der Zeit, die wir haben, wir könnten auf alles irgendwie wesentlich tiefer gucken und länger damit Zeit verbringen. Aber natürlich ist ein Thema jetzt außerhalb des BBL-Kosmos die Nationalmannschaft, wo wir auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Und da ist eine ganz interessante Sache. Und zwar hast du dein erstes Spiel für die Nationalmannschaft gemacht, bevor du in der ersten Liga gespielt hast. Ich glaube, ich hatte auch einfach Glück in der Situation. Also ich glaube, ich hatte eine sehr gute Pro-A-Saison. Und es war klar, dass ich in die Bundesliga komme. Also von daher kann man schon sagen, dass ich ein Bundesligaspieler gewesen bin. Ja. Also war ich aber noch nicht. Ja. Und ich hatte Glück, dass Chris Fleming damals Nationaltrainer war. Und ich glaube, er hat auch immer sehr viel von mir gehalten. Ich habe in Bamberg unter ihm trainiert. Ich glaube, er war immer ein Coach, der mich gefördert hat. Ja. Oder der auch irgendwo was in mir gesehen hat. So ein Stück weit. Im Training habe ich mich immer gut angestellt. Und ich glaube, er wollte mich so ein bisschen als Trainingsspieler mit dabei haben und hat mich dann quasi da in Nationalkader berufen. Und dann ist es irgendwie so weit gekommen, dass ich dann wirklich mein erstes Nationalspiel hatte. Dann kurz zurück in die Ludwigsburg-Vorbereitung. Ich wurde dann vor der EM-Quali quasi gecuttet. Damals war das noch so ein Quali-Turnier mäßig oder mehrere Spiele. Mhm. Aber es ging den ganzen Sommer lang und nicht wie die Fenster jetzt.
Und dann ist Tibor Pleiss abgereist, überraschend. Und dann wurde ich wieder zurückgeholt und habe dann quasi auch die EM-Quali gespielt. Ja. Und ich glaube, seitdem, ich glaube, ich habe mich auch ganz gut angestellt. Ja. Und seitdem dann irgendwie so, ja, mich im Team festgebissen. Ja, bei der EM habt ihr euch auch ganz gut angestellt, ne? Bronze mitgenommen. Und dann muss ich eine kurze, nicht Unterbrechung für euch machen, aber ich muss kurz mal in meinen Rucksack gehen, weil dort ist der Geburtstag. Und nicht, dass dein Geburtstag der Anlass war, aber dennoch ist es oft so, dass ich den Leuten was mitbringe. Mhm. Als Gastgeschenk. Ich bin natürlich froh, hier sein zu können. Und ich habe dieses Shirt gesehen. Und natürlich weißt du, worum es jetzt geht. Es ist ja, das, was euch dann erwartet hat, nachdem ihr diese übertrieben verrückte Weltmeisterschaft gewonnen habt. Und ich weiß gar nicht, ich muss dich mal fragen, du hattest jetzt Geburtstag, einem nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren, ist so ein paar Tage, du hast jetzt vor ein paar Tagen Geburtstag, deswegen habe ich das am Anfang gemacht. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, um dir nochmal zur Weltmeisterschaft zu gratulieren. ich weiß nicht, wie lange man das noch kann. Solange man noch amtierender Weltmeister ist, habe ich mich gefragt, weil ist es jetzt schon komisch, dafür sozusagen nochmal Props zu bekommen und diese Gratulation, hast du Leute, die das immer noch machen? Ab wann wird das so ein bisschen so wie mit Neujahr? Weißt du, nach 3-4 Tagen denke ich mir, ja, okay, ist ja jetzt gut mit dem neuen Jahr. Wie fühlt sich das für dich an? Also ich höre es immer sehr gerne. Ja. Das ist natürlich einfach auch einfach, dass man gedanklich da irgendwie nochmal dran erinnert wird. Ja. Weil du bist ja trotzdem in der ganzen Saison und denkst da nicht so oft dran. Ja. Und dann, wenn Leute kommen, gratulieren, dann kommt man immer wieder zum Lächeln und hat man einfach schöne Erinnerungen. Und deswegen freue ich mich immer, wenn mir Leute gratulieren. Also kannst du es noch gut annehmen? Ich kann es auf jeden Fall noch gut annehmen. Okay. Ist nicht sowas, ich glaube, das werde ich auch immer gut annehmen können. Ja. Ich glaube, das ist so eine Sache, ist vielleicht was Einmaliges. Und deshalb... Ja, freue ich mich immer. Dieser verrückte Ride, ihr habt uns auf jeden Fall alle ganz Basketball Deutschland unglaublich stolz gemacht und da mitgenommen. Das war wirklich verrückt, das zu verfolgen irgendwie, auch wenn man da so ein bisschen näher dran ist und so diesen Build-up gesehen hat. Zu viele Fragen zur Weltmeisterschaft will ich gar nicht stellen, aber jetzt wollen wir mal auf dich schauen bei der Weltmeisterschaft. Natürlich eine ganz andere Rolle als im Verein, die du aber von Anfang an, glaube ich, angenommen und sehr, sehr gut ausgefüllt hast und auch deinen sehr, sehr großen Anteil an dem unglaublichen Erfolg irgendwie hattest. Jetzt gibt es dieses Sprichwort und wenn ich am Anfang gesagt habe, deine Karriere geht so und steil und wenn man dich anschaut, wie du aus dieser Weltmeisterschaft rausgekommen bist, gibt es ja Leute, die sagen so, Iron shapes Iron, ja? Oder Diamanten entstehen unter Druck. Es gibt viele Sprichwörter, die das Ganze irgendwie auf den Punkt bringen, aber inwieweit ist es bei dir wirklich nochmal passiert, dass du für dich gesehen hast, so, ich spiele gegen die Weltbesten auf meiner Position und ich muss mich nicht verstecken und ich gehe da raus. War das ein Unterschied nochmal vorher und dann nochmal wirklich letztendlich da so rauszugehen? Das macht zumindest den Eindruck, wie du danach jetzt auftrittst und spielst, als hätte dir das nochmal irgendwie so einen Push gegeben. Auf jeden Fall. Also es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, es lässt mich kalt und sowas. Aber klar, ich wusste auch davor schon immer, dass ich gegen die Besten performen kann. Ich habe keine Angst vor Gegenspielern. Ich glaube, ich versuche immer einfach mein Spiel zu spielen, hart zu spielen, Energie zu bringen. Und ich weiß, das kann ich sehr gut. Und das macht es mir irgendwie auch leicht, wenn ich weiß, okay, das sind die Sachen, die von mir gefordert sind. Und das ist auch wieder eine Sache von Gordy, dass er jedem klar gemacht hat, was er fordert. Ja. Und ich glaube, das macht es dem Spieler sehr einfach, zu wissen, okay, das sind die drei Dinge, auf die fokussiere ich mich, da stecke ich 100% meine Energie rein und fertig. Also dann, finde ich, hat man auch relativ wenig Druck, wenn man weiß, okay, man hat die Sachen, auf die man sich fokussieren muss. Ja, und natürlich, klar, wenn du dann Weltmeister wirst, dann hast du nochmal diesen Boost, diese Leichtigkeit, natürlich kommt das, auch einfach zu wissen, okay, man hat, wie du sagst, man hat gegen die Besten gespielt und waren jetzt also auch nur Basketballspieler, also wovor soll man denn Angst haben? So in etwa. Ja. Und jetzt steht mit Olympia ein ganz besonderer Event an. Ich meine, du warst schon mal dabei, aber unter anderen Voraussetzungen, nicht so. Es wird nochmal, glaube ich, ein anderes Fest, auch abseits vom Basketball. Ich kann mir vorstellen, die Vorfreude ist sehr, sehr groß. Jetzt auch natürlich mit der Weltmeisterschaft irgendwie im Rücken. Wie sehr ist die Vorfreude auf Paris da schon irgendwie präsent? Krass, sehr krass. Ja. Also, es war immer ein Traum von mir, so bei Olympia mitzumachen. Also was heißt immer, aber es war schon wirklich so eine Sache, die, wenn das mal passieren würde, wäre genial. Ja. Und ist ja schon so ein Stück weit in Erfüllung gegangen mit Tokio. Mhm. Da leider war zu der Zeit so komplett Corona und es war nicht so dieses,
ja, dieses olympische Feeling, dass man zu anderen Sportarten konnte, sondern das war mehr so ein isoliertes Turnier, was so ein bisschen schade war. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass man das nochmal erleben kann in Paris. Ja. Also das habe ich wirklich, wirklich richtig Bock drauf. Ja. Und ja, so wie das Team halt auch ist, wir hatten jetzt wirklich die letzten 2 Jahre so eine geile Dynamik, es hat so viel Spaß gemacht. Ja, wirklich, das sind einfach wirklich 12 Brüder und das ist so, das ist verrückt und das macht so viel Spaß und von daher, ich hab richtig Bock auf Olympia. Die Universale habe ich gespielt vor, boah, ich weiß gar nicht, wann das war. Du hast auch Silber mitgenommen, glaube ich, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Würdest du dich jetzt mit Silber zufrieden geben bei Olympia oder? Also ich bin ehrlich. Ja, okay. Also ich glaube, so Silber bei Olympia ist schon krass. Also ja. natürlich wollen wir wieder Gold, aber man muss auch einfach fairerweise sagen, wir hatten jetzt einen sehr guten Run. Ja. Wir sind ein sehr gutes Team, also wir haben wieder Chancen. Keep running. Auf jeden Fall, wir gehen wieder für die Spitze, aber ja. Silber ist, ich glaube, ich wäre schon okay. Da hat man auch Bronze, Gold und Silber. Okay, dann war es das mit der Aussicht. Wir werden jetzt das Setting wechseln für euch. Wir werden ein bisschen über deine Skills sprechen, auch 1, 2 Szenen von dir auf dem Platz angucken, da nochmal dich als Spieler näher unter die Lupe nehmen. Deswegen vielen Dank schon mal für hier und wir sehen uns auf dem Court. Auf jeden Fall. Okay, jetzt stehen wir hier auf dem Platz und wollen ein Auge noch auf deine Skills werfen und auch, wie die sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Und hier möchte ich auch starten mit einem kleinen O-Ton für dich. JT, grüß dich, der Andi hier. Du bist ein krasser Teammate auf dem Feld, weil du einfach sehr versatile bist. Gibst immer 110%, bist ready für eklige Plays, hustles ohne Ende. Deine Footwork ist krass geworden, bist im Post kaum zu stoppen, kannst schmeißen, kannst rebounden, verteidigen. Ich denke mal, du bist überall wertvoll und kannst dem Team das geben, was gerade wirklich vonnöten ist. Und er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, ne? Diese vor allem dein Hustle, deine Energie. Du hast irgendwann mal gesagt, dein Signature wäre der Flex eine Zeit lang gewesen. Also das ist eigentlich so, das charakterisiert ja schon so das, was du am allermeisten bringst. War das von Anfang an so oder war das auch was, wir haben über John Patrick gesprochen, der dich so rausgekitzelt hat und dir alles abverlangt hat? Aber das bringt man eigentlich schon vorher mit, oder? Naja, das war schon immer so meine Spielweise. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe spät angefangen. Ich war immer so ein bisschen hinten dran und das, was ich eben bringen konnte oder mehr bringen konnte als andere, war Energie. Ja. Und das war für mich immer so das Erfolgsrezept, warum ich mich dann wahrscheinlich auch gegen viele durchgesetzt habe, die vielleicht besser waren als ich, dass ich einfach mit mehr Energie gespielt habe, es einfach mehr wollte. Mhm. Und ich glaube, das habe ich mir einfach beibehalten. Ja. Und Mani hat auch gesagt, du kannst schmeißen und das vom besten Shooter Deutschlands und vielleicht sogar darüber hinaus zu hören, ist ja auf jeden Fall ein gutes Kompliment, aber der Wurf war ja nicht von vornherein da, das muss man sich auch erstmal erarbeiten über die Zeit lang. Was war ausschlaggebend, dass es besser geworden ist? Ist schwierig zu sagen, also ich kann da keinen Coach wirklich hervorheben, weil ich glaube, viele haben mir da viel geholfen. Ich glaube, es geht am Anfang darum, einfach eine saubere Technik zu haben. Mhm. Und halt nicht, also die du eigentlich wirklich immer konstant wiederholen kannst. Und dann sind es einfach Reps am Ende und Reps und Confidence. Ja. Gibt es da gerade irgendwas, woran du arbeitest, was Shooting angeht? Hast du so Baustellen, die du dir irgendwie vornimmst? Oder wie kann man sich das vorstellen? Auf jeden Fall. Also gerade arbeite ich viel daran, meinen Wurf schneller zu kriegen und aus der Bewegung. Arbeite viel mit so Balance-Geschichten, schlechte Catches, verschiedene Footwork. Genau, also einfach so, dass man in verschiedenen Situationen, also klar, natürlich, wenn du jetzt hier einen ganz normalen Catch-and-Shoot hast, ohne Bedrängnis, ich glaube, den kann dir jeder hochprozentig reinwerfen, aber das sind ja nicht die Würfe, die du in der Regel im Spiel bekommst. Ja. Es sind ja meistens irgendwie ein Kick-Out, der vielleicht hier hinkommt und du die Füße ein bisschen anders setzen musst. Und genau an solchen Sachen arbeiten wir gerade, dass der Wurf eben schneller wird und eben auch ein bisschen off-balance, ein bisschen mehr mit Verteidigung. Genau, das sind so die Sachen, an denen ich gerade arbeite. Und Andi hat deine Footwork angesprochen und ich habe ein paar Szenen mitgebracht und möchte 2 Sachen mal so ein bisschen gegenüberstellen. Und zwar haben wir zum einen, und das ist mir auch das Erste, was mir eingefallen ist zu dir, als ich wusste, okay, ich bin hier bei dir zu Gast. Und das eine ist wirklich nochmal so diese Hustler-Mentalität und diese Energie, okay, ich hole mir jetzt den Ball, egal wo du bist, das ist irgendwie meiner.
Und hier geht's schon los mit ein bisschen dieser Post-Footwork. Wurde ja auf jeden Fall auch, da bist du nur noch abgefeiert. Und dann auch hier, so ein bisschen unkonventionell wirkt das manchmal, ne, wenn du so reinspringst, aber dann doch den Weg findest, irgendwie noch den Ball wegzukriegen. Hier auch. Zuerst rein, verlierst ihn ein bisschen. Aber dann doch irgendwie mit Power und, ne, Wille kriegst du das Ding da rein. Und das habe ich auch schon öfters gesehen. Auf der einen Seite kriegst du hier nicht Offensiv-Rebound anderer. Ne? Es gibt Spieler, die setzen es nicht so wirklich konsequent dann weiter um. Das ist wirklich so der letzte Biss, der da ist. Und das Zweite, was ich mitgebracht habe, sind dann doch Moves, die ein bisschen sozusagen geordneter, geregelter ablaufen. Und da können wir hier jetzt mal einen Blick drauf werfen. Zum einen gibst du manchmal einfach den Leuten da so ein bisschen dann die Schulter und lässt sie wissen, okay, Junge, du musst auf jeden Fall noch in den Weight Room. Das ist das, wo wir drüber gesprochen haben, dass du sie einfach dominieren kannst mit deiner Power. Aber wir sehen auch immer mehr die Finesse dazu kommen, dass du mit solcher Footwork zum Beispiel aus dem Post hast, den hier. Dankeschön, dann geht's Richtung Baseline. Und den sehen wir relativ oft, ne? Dann haben wir hier nochmal ganz schön auch aus dem Dribbling. Das sind die Sachen, die dann wahrscheinlich so mit der Zeit auch, ich glaube, Geduld ist ein großes Thema. War das was, was so ein bisschen, was einfach die Erfahrung mit einem macht? Weil ich finde es immer schwer, Spielern sowas mit auf den Weg zu geben, vor allem Geduld zu haben, zu lesen und dann so ein bisschen zu agieren. Nee, also das, klar, das kommt mit der Zeit auf jeden Fall. Also ich glaube, wie gesagt, ich habe eigentlich gegen sehr viele Spieler da unten körperliche Vorteile. Ja. Und das heißt, im 1 gegen 1, wenn ich einfach irgendwie mit zwei Füßen in der Zone bin, dann werde ich schon irgendwie einen Korbleger los und die gehen dann auch größtenteils rein. Also es ist einfach dann so ein bisschen, okay, ich will in die Zone kommen und dann schaue ich halt, wo er spielt, aber ich werde auf jeden Fall irgendwo einen Wurf loskriegen. Ja. Manchmal ist es dann natürlich ein bisschen, sieht so aus, als ob ich nicht so viel Kontrolle hätte, aber ich glaube, ich habe dann doch mehr Kontrolle, als es dann noch aussieht. Aber das sind so Sachen, also klar, ich sage auch immer den ganzen jungen Spielern, Post ist einfach nur Geduld. Mhm. Also auch gerade in der J-League, in der BBL, ja, du hast halt einfach, am Ende hast du vielleicht Spieler, die athletischer sind, die vielleicht noch einen Ticken stärker sind, da musst du vielleicht mal schnell rein, gegen andere bodies du einfach nur. Mhm. Und ich glaube, Geduld ist das Wichtige, weil wenn du in der Zone bist, willst du einen soliden Wurf loskriegen. Und da ist es dann einfach nur, okay, springst du auf die erste, drehst du dich nicht, springst du auf die zweite und dann einfach, du hast da drin, also viele denken ja auch, dass du in der Zone, wenn du drin bist, das gibt es ja 3 Sekunden, aber wenn du den Ball in den Händen hältst, gibt es keine 3 Sekunden. Und deswegen einfach geduldig sein, ein paar finden, irgendwann ist der Verteidiger so, okay, jetzt aber, dann springt er und dann hat man eigentlich in der Regel dann doch einen sehr hochprozentigen Korbleger. Und das war schön bei dir zu sehen. Ich glaube, wie gesagt, das kommt auch irgendwie mit der Zeit. Und du hast gerade schon gesagt, du arbeitest gerade daran, den Wurf schneller zu bekommen. Gibt es sonst irgendwas, wo du persönlich oder individuell an dir arbeitest, wo du sagst, okay, das ist noch was, da muss ich noch ein bisschen feilen oder hier gibt es da so an zwei Geschichten? Das sind meistens Sachen, die dann im Teamplay passieren. Also quasi vielleicht bessere Reads machen aus vielleicht einer Post-Up-Geschichte, aus einer Situation, wo man vielleicht den Wurf genommen hat, was vielleicht auch eher der Pass wäre. Ja. Aber das sind Sachen, das glaube ich, das kommt durch Spielen, durch Teamtraining. Ja. Und ich glaube, da kann man immer sich verbessern. Individuell, glaube ich, ist mein Game jetzt an einem Punkt, wo ich glaube, es ist sehr effektiv. Ich glaube, ich komme damit gut zurecht. Klar, Wurf will ich immer weiter verbessern. Ich glaube, das wird auch, gerade wenn man vielleicht noch mal ein bisschen älter wird, ich bin jetzt 30, definitiv noch mal ein wichtiger Faktor, dass der Dreier einfach konstant fällt, damit man auch lange spielen kann, hoffentlich. Und genau, ansonsten die ganzen Geschichten, den Wurf auch ein bisschen mehr in Post reinbringen. Ja. Ich glaube, das Ding ist halt, der Wurf aus dem Post ist auch da. Mhm. Das Ding ist halt so, dass ich, wie gesagt, immer das Gefühl habe, ich kann Leute überpowern. Und dann ist der Wurf ist immer so ein Bailout, also quasi so die letzte Option. Ja. Aber ich glaube, ich komme immer gut genug in die Zone und deswegen nehme ich ihn selten. Aber das ist natürlich auch was ich gerne noch so ein bisschen mehr reinbringen würde. Mhm.
Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, jetzt gerade nicht so notwendig. Ja. In der Zone mit den großen Jungs da kräftig zu agieren, ist natürlich auch, geht auf die Knochen, ist ein harter Job. Du hast gesagt, du bist 30 und ich weiß, dass Recovery für dich ein großes Thema ist. Also für mich das Allerwichtigste ist Schlaf. Also das ist von mir an erster Stelle. Ich versuche immer mal 9 Stunden zu schlafen nachts, also Minimum. Und dann tagsüber, am Spieltag, mache ich immer noch 1,5 Stunden Nap. Ja. Manchmal, wenn Training ein bisschen härter war, dann lege ich mich auch noch mal an einem Trainingstag noch mal 1/2 Stunde ab oder so. Also ja. Das ist auf jeden Fall so für mich die oberste Priorität. Mhm. Und natürlich auch Ernährung. Also das sind so die Sachen, die so, ich glaube, klar, also solche Sachen wie Normatec und Eisbad und so, auf jeden Fall mache ich auch alles. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt, keine Ahnung, nach dem Spiel feiern gehst und in 2 Tagen wieder spielst, kannst du dich so viel ins Eisbad setzen, wie du magst, und es wird nicht funktionieren. Also von daher haben so die 2 Sachen bei mir oberste Priorität. Ich trinke eigentlich so gut wie keinen Alkohol in der Saison. Und dann natürlich solche Sachen wie Krafttraining, finde ich. Also es ist zwar nicht zwangsläufig Recovery, aber so ein bisschen Injury Prevention. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man performen kann. Und ja. Dann, wie gesagt, dann kommen die Sachen wie Eisbad, Normatec, Stretching, vielleicht abends nochmal, ich habe so eine kleine Sauna zu Hause, dann vielleicht abends nochmal in die Sauna, ein bisschen Muskeln lockern. Ja. Das sind die letzten 2-3 Prozentpunkte, sind so diese ganzen Gimmicks mit Eisbad und so weiter, aber alles davor, die Foundation ist halt ganz klar Schlaf und ich glaube, das sind auch wissenschaftlich bewiesen die beiden Komponenten, die am allerwichtigsten sind. Ja. Also, ne? Das heißt, mögen dir diese beiden Komponenten und auch alle anderen noch eine lange Karriere bescheren, sowohl im Verein als auch natürlich mit der Nationalmannschaft. Und damit sind wir am Ende von Dein 360 mit JT. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir können es irgendwann nochmal machen. Viel Spaß, Erfolg, Olympia, hier mit Alba. Nimm alles mit und bring alles nach Hause, was ihr einsammeln könnt. Und viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Okay.